Also willkommen zurück bei Enshrouded. Wir sind noch immer da oben, wo wir jetzt sprachen, die mir Asthma-Wurzel geholt haben da unten. Mir juckt's noch immer, ich möchte wissen, ob wir da schon waren. Und ich würde sagen, wir fliegen mal darüber und schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das schon gemacht haben. Keine Ahnung, ob das passt, was ich da jetzt tue. Wir machen es ganz einfach, oder? Oder sind Fallen? Da steht sogar einer. Schauen wir. Okay. Schauen wir, ob wir da irgendwie aufbekommen oder nicht. Oh, er kennt das, gell? Jawohl. Nur 85 Meter. Sag jetzt nicht, der Sonnentempel ist im Asthma unten. Das war überhaupt das Beste jetzt, ne? Schaut aber sehr danach aus, ne? Standort unten. Yippie! Ich mein Weg, ne? Pass auf, dann werden wir das, aber das wurscht, das dunkle Stückerl decken wir da jetzt auf. Und dann werden wir uns halt runterschmeißen, was so ist, ne? Bin ich gespannt, was da noch kommt, weil das ist ja, das kommt ja erst dann mit der nächsten größeren Patch oder Erweiterung, ne? Patch, sagen wir es einmal so eigentlich, ne? Sonst nichts, wir haben es aber jetzt einmal aufgedeckt. Das ist einmal nicht schlecht. Wie sie seht, ist da auch noch nichts. Ne? Da waren wir eh schon mal hier oben, das ist halt einfach leer. Da sind keine Mobs, gar nichts. Ja. Das ist da unten. Was soll es? Bringen wir mal runter. Da ist aber nichts. Schauen wir uns da von gegenüber mal an. Man da vielleicht irgendwas sieht. Na klar, da ist der Sonnentempel. Da waren wir glaube ich noch nicht, ne? Einen Schimmer. Passt auf. Zack! Das glaubt, ne? Was zum Lesen. Na, da waren wir noch nicht. Org, das heißt, der Sonnentempel fehlt uns auch noch. Da fehlen uns ja mehr Sonnentempel, als was ich glaubt habe. Eins. Zwei fehlen uns noch. Zwei Sonnentempel noch. Da waren wir schon. Im Verfluchten. Das könnt sich vielleicht eher erinnern. Da waren wir auch schon. Katakomben. Na dann hupfen wir da rein. Es gibt wieder ein paar Rätseln. Schau mal, wie ich mich ausstehe. Sammeln, Wasser nehmen wir mit und lesen. Adel und Geschichte, getrennte Geschwister. Bitte benachrichtige die Königin an Commander Cyrus. Wo ist unsere Königin? Ich brauche dringend ihren Beistand. Als sie beschloss, unsere Karawane zu teilen, herrschte so viel Verwirrung und Chaos, dass mein jüngerer Bruder Gustav in die südliche Karawane versetzt wurde. Er mag wie ein erwachsener Mann aussehen, aber er hat den Verstand eines Kindes und lässt sich einfach verwirren. Ich hatte den Eindruck, dass er im Wagen hinter mir lag und schlief. Als wir aufwachten, musste ich feststellen, dass er weg war. Was wird Gustav nur ohne mich tun? Bitte, Kommandant Cyrus, ich muss wieder mit Gustav zusammenfinden, bevor wir nach Rauenblick aufbrechen. Tja, das lasse ich jetzt liegen. Da haben wir sogar Bettel zum Schlafen, das ist ja wunderschön. Gut, dass man zwei Äxte mit hat, ne? Weil dann. Oh, Feder, danke sehr. Wenn man ein bisschen abbaut, ist schnell einmal eine kaputt und man hat dann noch eine Reserve. Papier nehmen wir natürlich mit, logisch. Das ist eh sehr selten.
Sollte man echt einmal anschauen, wie oder wo man Papier herstellt. Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste es nicht einmal. Ja? Nägel, okay. Ob wir den, noch mehr Nägel, ob wir den Platz dann noch brauchen, werden wir eh sehen. Ja, danke schön. Einfach alles hinmachen, schön. Feuer ehrlich beschweren. Genau, da haben wir uns dann in die Federn, wenn es finster wird. Das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. So, sonst ist da nichts. Gelesen haben wir auch schon. Löschen, weg damit. Das eine Mizell brauchen wir auch nicht, weil das ist sehr, sehr schnell gefarmt. Das wisst ihr sehr. Braucht man nur ein bisschen, wo einige. Jetzt mehr Assen wir einfach abbauen. Also das ist ja. Ne? Damit spammen wir uns jetzt nicht unser Inventar zu. Da ist nichts. Oh. 16. Wieder unser Freienstädter. Nicht schlechter Hammer, muss ich sagen. Holzscheiten. Machen wir lieber mit einer Axt an, weil da muss jetzt nicht unseren Nahkampf Waffe zernudeln. Den Sound kriege ich oft nicht mehr von diesen Hochziehen. Okay. Nichts dahinter. Sonnentempel. Oh, da geht's weiter. Sehr schön. Lagerfeuer, das brauchen wir genau. Echt. Tschüss. Schauen wir uns dann an, wo man nicht irgendwie einen schönen Screenshot. Oh, das ist aber eigentlich okay, oder? Schaut, wie schnell es geht. Zack. Zack, zack. So. Könnte man schlafen legen? Was wir jetzt aber eigentlich nicht brauchen. Dann schauen wir mal da hinein. Oh oh. Das schaut wie Spinnen von der Weiden der Metall schaut. Ja, da sind ein paar gestäbselt bei der Flammen. So. Wieder 4 Funken, sehr schön. Wasser. Lassen wir das jetzt mal, schauen wir mal da, was da ist. Und jetzt müssen wir ja runter. Schön. Das Geilste finde ich, wenn diese, wir sind ja der Flammengeborene, wenn der Funken von uns wegfliegt und die Gegend erleuchtet, beziehungsweise so diverse. Ja. Das hat gesessen. So, dann nehmen wir noch einen Schrott aus, den Hund lassen wir, dann haben wir da gleich ein bisschen eine Beleuchtung. Vielleicht sollten wir uns buffen, wäre vielleicht auch nicht das, die blödeste Idee, ne? Zack. Ein Hühnersuperl. Das war zuerst die Fruchtschüssel. Eigentlich falsche Reihenfolge, aber nicht wurscht sein, ne? Gemüsesuppe.
Zwei Suppen und eine Frucht. Schalal. Schalal. So. Ein Schalal. Die Schale, mehrere Schalalen, ne? Oder mehrere Schälchen, aber Schälchen war ja was Kleines eigentlich, ne? Nix. Ja, einmal in die Luft schlagen. Nix, und da ist ein Ofen. Steht da irgendwas zum Mitnehmen? Nein. Schauen sollte man natürlich schon. Okay, also wir haben zwei Rätsel da wieder. Das heißt, Dietrich. Ja. Da werden wir überall immer ein bisschen was drin lassen, Leute. Dann haben wir ein bisschen, haben wir es ein bisschen heller. Durchsuchen. Feuer, ihr Licht, nehmen wir mit, das nehmen wir mit und dieser Wurscht, nehmen wir es mit. Lass alles liegen. Nein, das stimmt nicht. Alles lass ich nicht liegen. Das stimmt nicht, unterstützt man da jetzt nicht irgendwas? Halt, plündern. Ja, für euch nehme ich jeden Dreck fast mit. Jetzt. So. Sagt er und macht er weiter. Kann es irgendwie nicht lassen, es tut mir echt leid. Schön. Und da ist jetzt zu. Muss ich schon fast sagen, Gott sei Dank. Ne? Da oben haben wir gerade gesagt, da ist nichts, ne? Und da waren wir, da ist auch nichts. Sicher, sicher, Leute, wisst ihr. Ich muss ich und meine Orientierung, ihr kennt es ja schon. Schwebende Vasen. Ich zeige euch überhaupt einen Trick, Schatz. Jetzt schweben sie. Was ist da raus? Lapis Lazuli ausgebröselt. Mysteriöses Fläschchen. Und ein Bombardel. Da ist sonst nichts. Und knopfmäßig. Oh! Ja, genau. So habe ich mir es vorgestellt, ne? Wo geht es denn da hin? Oh. Oh. Grüß dich. Der Auto hat gar nicht wollen, ne? Der Jump, also der Angriff mit der Rolle davor ist super genial. Dann nehmen wir beides mit, weil die Federn lasse ich da nicht drinnen. Der nehmen wir mit, das, genau. Und alles mit den schönen Block gebaut, das Sonnentempelblock. Ist ja auch ein Sonnentempel, ne? Das ist ja naheliegend. So. Wasserholzscheite. Schön, da geht's auch hinein. Da gehen wir aber noch nicht hinein. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Und? Ja. Ich
Inferno-Zauberstab. Danke, brauchen wir genau nicht. Das nehmen wir natürlich mit, den Schrott. Aber was ich mich gerade frage ist, habe ich schon wieder einfach übersehen oder waren wir noch nicht dort, wo es irgendwas gibt zum Knopperl drücken? Einfach halt einmal spaßeshalber. Na schau. Fuck. Tiere. Ist der Eier los mit ihm? Hat eh noch eins. Kann man mal lieber. Puh. Ich habe nicht auf das geschaut, aber überhaupt nicht. Oh, schön. Ja, ja. Oh. Nix. Ah, nix. Gut. Jetzt werden wir das einmal da zerschlagen. Was ist Trieb überhaupt, ne? Also Metallschrott haben wir schon ein bisschen was, ne? Und mit der Fackel war sehr intelligent hier. Das war. Da hilft ja nichts, was? Autsch. Wenn sie sieht, wenn sich das schon so anbietet, Leute, nehmen wir es natürlich mit. Na, was ist das? Okay, da ist zu. Nehmen wir alles mit. Den Wolf für Wolfmann lassen wir liegen. Sonst ist da nichts und da ist das Knöpfle, ne? Und ein Trudel. Patsch! Mit einer super tollen Quarzpulverkugel. Und dann gleich noch drei dazu, ne? Schön. Und? Ah, da kommen wir jetzt durch. Schön. Genau, weil da war es nicht mehr aufgekommen, ne? Ja, oh ja, mit Spülerei da auf die Kanten wäre es schon gegangen irgendwie, aber da denken sie nicht schlecht. Da haben die Entwickler auch ein bisschen mitgedacht für die Leute, die nicht den Doppeljump geskillt haben, aber wer skillt denn nicht? Jetzt im Gras oder? Na. Doch, ich gehe im Gras. Wo sind wir gekommen? Wo sind wir gekommen? Genau, und jetzt müssen wir da drüben eine, genau. Okay, zusammen stellen wir uns einmal daher. Na, was ist da für ein Webe hinter der Tür plötzlich? Machen wir gleich mal auf. Was schießt denn du hier? Was war das? Da bin ich. Da bin ich sicher schon. Pff.
Erfahrungsrecht, alle, na schön. Mich wundert es ja, dass wir noch nicht voll sind. Oh. Hätte ich nicht sagen sollen, ne? Zerlegen. Der ist da mal weg. Den brauchen wir wirklich nicht. Da ist ja noch einer. Überlebt natürlich mit 1 HP, ne? Der Gescheite. Ist doch einer gegangen, oder? Oder ist er in der Wand drinnen? Wo ist das, ein Rätsel? Oh Gott. Jede Menge Bomben wieder. Bomba la Bomba. Na, ja, was war das jetzt? Da geht an zu anfangen, der Charakter von lauter Freude. Das Papier nehmen wir mit, sowieso. So. Sie hätten uns jetzt begrüßen wollen, warum ist er so knapp gekommen? so. Ich glaube, es ist schön, schön, sie sich zusammengelegt haben. Schon. Süß, ne? Kurz zur Sicherheit, schauen wir mal, ob da vielleicht geistert da ja noch irgendein lustiger Madum und hat sich noch festgepackt. Nein, da ist nichts. Ich habe auch nichts gesehen, Leute. Das war ja auch ein bisschen ein Blindflug, das Klopfen. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Gibt es irgendwas noch zum Aufmachen? Nein, gell? Nein? Okay, passt auf. Oh! Was ist, wenn ich da druck? Jetzt geht der aus. Wieder an, okay? Wenn ich da tue. Ha! Nix. Da ist gar keiner herin, Org. Jahrtausende sind da die Vasen gestanden, wir kommen her und machen alles hier. So sind's die Grabräuber. Ich wollte gerade sagen, da wird sicher wieder Bomben drin sein. Wupp, da geht gleich das Licht aus. Achso, das ist, wer der Knopf gleich hat. Okay. Sollte es gewesen sein, ne? Eigentlich. Ja. Genau. Dort waren wir drin, da. Oh. Und jetzt müssen wir da rein. Nehmen wir dafür Musik. Autsch.
Es ist doch sicher auf... Echt, da ist keiner? Fuck. Also das hätte man nicht gedacht. Also ich hätte mir gedacht, da ist sicher ein kleines Begrüßungskomitee jetzt, ne? Falkenstiefeln, süß. Die haben wir sogar schon hergestellt. Die haben wir sogar in einer Truhe. Das heißt... Servus, grüß dich. Naja, dann werden wir uns aber noch die Waserl holen da, ne? Sagt sie dazu. Da schon nichts Gescheites drin ist, dann nehmen wir eben halt da alles mit, ne? Sonst nichts. Na, was mache ich denn jetzt? Gut, das war der Sonnentempel. Schauen wir noch mal kurz, ob da oben, dass wir eh nichts übersehen haben. Vielleicht irgendeine Geheimtür oder irgend sowas. Schaut nicht so aus, ne? Irgendeine Nische, wo man sagt, da könnte man vielleicht aufjumpen. Das ist ein Geheimtier, nein. Nein. Schaut, auf diese Vorsprünge könnte man auch natürlich gehen. Also, klettermäßig nicht schlecht. Schauen wir uns da natürlich noch um. Da ist ein Vasen, aber das wird wurscht sein. Und da ist eine Kiste. Eine Bombe, schön. Schön, Leute. Haben wir diesen Sonnentempel jetzt auch gemacht? Schön, dass wir hergeschaut haben. Ich habe mir wirklich eingebildet, wir waren da schon. Heftig, heftig. Und wir müssen uns noch anschauen, was da unten irgendwo ist, gell? Wo wir jetzt immer umgeflogen sind. So sind wir geflogen. Oder? Ja. Und so sind wir aufgegangen. Eldemerdam, den kennen wir schon. Ist nicht einmal Nacht, das gibt's ja gar nicht. War ganz was Neues. Kann ich mal überlegen, was mir besser gefällt. So, die Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr ausgerüstet haben. M. So, da. Das brauchen wir auch nicht mehr. Also jetzt haben wir den Sonnentempel auch, Leute. Lass mich kurz schauen. Und das ist oben. Da unten ist jetzt nur Miasma. Da hinten geht's auf ihre dann raus. Okay. Dann rufen wir nochmal da um, würde ich sagen. Obwohl, Leute. Das, was da unten ist, wo war's denn? Das ist eine Ortschaft. Das werden wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge anschauen, weil ich sehe es gerade, die Zeit ist eigentlich voll okay. Und man muss ja nicht immer übertreiben, müssen ja nicht immer 40 Minuten und länger sein, die Folgen, ne? Das ist ja der Luxus, ne? Aber es ist halt auch oft schwer zum Aufhören. Ich gebe es zu. Es ist immer so einfach, dass man sagt, so aus. Weil wenn man, besonders wenn man wo mittendrin ist und man denkt, vielleicht sind wir bald durch. Ich weiß es ja nicht, ja. Ja. Dauern teilweise Folgen einmal ein bisschen länger. Da unten waren wir schon, ne? Ja. Das haben wir schon gemacht.
Da waren wir schon. Das war, wie wir dahergegangen sind, um die Nomadenanhöhlenwarte aufzudecken. Das heißt, uns fehlt das da drüben. Arg, dass wir das gar nicht gesehen haben. Arge Sache. Und dann wartet das auf uns und wieder ein Sonnentempel. Das heißt, wir werden dann da auch noch umhupfen. Immer noch ein bisschen was zu tun. Und der letzte Dungeon wartet natürlich auf uns. Genauso wie da ein paar schwarze Fleckerl noch zum Aufdecken. Viel ist es ja nicht mehr. Leider eigentlich, aber ich freue mich schon. Also da werden wir zu 100.000%, sobald wieder Content dazukommt beim nächsten Update, werden wir da auf alle Fälle weiterspielen. Das könnt ihr euch sicher sein. Und ein kleiner Teaser, es wird vielleicht auch ein Koop Let's Play kommen. Aber da verrate ich noch nicht zu viel. Das schauen wir uns dann eh an. Sag ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und...